Alter Falter. Hast du die Ratte gesehen? Es war echt ein funkelndes Erlebnis mit ihr. Hallöchen, Freunde der verpeilten Unterhaltung. Hier geht's weiter. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja, wir sind jetzt schon bei Folge, weiß ich nicht, 4? So, wir haben hier die schöne Waffe noch gekriegt. Und die haben wir bekommen, weil wir hier die Ermittlungen... Moment. Ne, die hier hatten wir voll. Und ich hatte irgendwann mal das hier auch noch voll. Jetzt gucken wir mal, was für ein Bonus da gibt. Und lassen die forschen. Die Einsamen und die Verlorenen wandern durch ein Land der Furcht. Wenn es nichts gibt, was du erkennen kannst, und niemanden, dem du vertrauen kannst, bereitest du dich auf das Schlimmste vor. Schlimmste. Etwas wird kommen. Und du solltest vorbereitet sein. Nimm die Waffe aus dem Salon. Mach ihnen die... Ach nee, das ist die Waffe aus dem Salon. Oder haben wir doch nur einmal drei? Nee, hier. Als die Welt ein neues Jahrzehnt betrat, geriet Amerika in einen Mahlstrom von Schulden, Dürren und Tod. Man nannte es die Große Depression und es trieb viele Familien in den Ruin. Es war ein nur zu passender Name, denn Armut bringt Wahnsinn durch Verzweiflung hervor. Jeremy war natürlich kein solches Opfer, denn er hatte die Finsternis im Inneren bereits gesehen. Er kannte den Schatten auf der Schwelle nur zu gut. Er war nicht neu, sondern etwas, das ihn immer schon begleitet hatte. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht bekommen wir das noch irgendwie noch raus. So. Dann gucken wir uns um. Mehr kann man ja nicht mehr machen. Hier hatten wir schon alles. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Wenn man da schon eine kleine Pause hat, ist es wieder schwer reinzukommen, Leute. Guck mal, hier oben haben wir zwei Türen, wo sich öffnen, ein bisschen näher. Dann gehen wir da einfach die Treppe hoch. So, jetzt haben wir eine coole Waffe. Nochmal gucken, wie die kann man jetzt hier ziehen. Aber wie gesagt, wir haben nur zwei Schuss. Zwei Schuss sind zu wenig, ne? Hä? Was? Was? Sind wir da nicht reingekommen? Oh. Oh, nicht schon wieder. Haben wir noch so eine Waffe? Oh, wie habe ich das gemacht? Doch, hier liegen. Alter Falter, was war das gerade? Und das auf... Ach, hier wäre eine Waffe gewesen. Hier haben wir nochmal... Okay, nochmal Schuss. Das war auf engstem Raum, ne? Auf engsten, engsten. Zum Glück habe ich das mit dem Feuer gemacht. Sonst wäre es komisch geworden. Ich laufe jetzt mit der Hacke rum, ja? Ich bin nämlich Hacke-Pädophil. So, können wir jetzt raus? Ist hier noch irgendwas? Wir gucken lieber nochmal. Ihr wisst, nachher ist hier ein komisches Rätsel, wo wir lösen müssen. Die Statue ist natürlich sehr schick. Also das hatte ich auch noch nicht. Dass man so mich attackiert, ja. Ist ja wie wenn man auf die Kirmes geht. Oh. Jetzt ist alles okay. Wir laden trotzdem mal nach. So. Dann gehen wir hoch. Haben hier noch irgendwas zu tun? Ne, das ist doch einfach nur der Flur. Wir gehen wieder hoch. Hier hat ein kleiner Hund gebellt, deswegen musste ich ein bisschen Ruhe geben. Guck mal hier. Ist fest verkeilt. Da haben wir doch was dafür. Genau das hier. Es hat geklappt. Das sind alles Öffner. Und wir können die Tür öffnen. Lampe an. Deine. Was ist hier gerade los? Jetzt fliegt hier ein Flugzeug vorbei. Ich hoffe, das hört man hier nicht so stark. Die sind gerade alle sehr ein bisschen anstrengend und nervig. Wollen wir da gleich rein? Hier kommen wir ja weiter. Wir gehen erstmal die Münzen. Warum? Oh, das ist ja Munition. Munition brauchen wir, aber ich schieße schlechte. Oh. Oh, eine nette Dame ist jetzt hier. Guten Tag, nette Dame. Detective Conby. Ja. Wie schön, dass Sie hier sind. Ich mache Ihnen einen Drink.
Mach mir zwei. Was ist passiert? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Willkommen im Irrenhaus, Detective. Danke. Ist die Decke etwa eingebrochen? Wow. Ich habe gehört, es war was auf dem Dachboden. Etwas, das hätte sein sollen, aber dann nicht war. Also Mäuse Wie oder auch nicht? Wie das solche Konsequenzen haben kann, verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, warum es hier so aussieht, aber... Ich wette, Ihr Freund Jeremy weiß es. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Oh, ich schätze in seiner Vergangenheit. Er redet immerzu von diesem mysteriösen Schattenmann. Ich glaube, er versteckt sich vor ihm. Oder ist vielleicht bei ihm. Ich kann dem nicht ganz folgen. Sie scheinen sich keine großen Sorgen um den Zustand hier zu machen. Ich sorge mich selten. Sehen Sie sich doch nur hier um. Genau, sehen Sie sich Sie doch um. Sie halten das vielleicht für eine riesige Verwüstung. Aber ich finde, wir haben endlich den richtigen Stil gefunden. Naja. Es passt perfekt zum Zustand dieses Orts und den Verrückten. Das gilt auch für den ganzen Unsinn mit Jeremy. Meiner Ansicht nach haben wir endlich eine Entsprechung für das Chaos in uns allen gefunden. Also, freut mich, dass Sie es so angenehm finden. Sie verzeihen sicher, wenn ich für Ordnung sorge in der Jeremy-Sache. Der Raum hier übersteigt meine Fähigkeiten. Aber zwei Pullenschnaps. Viel Glück, Detective. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Der gibt es ganzes Jahr heilen. Wiedersehen, ne? Miss. Wiedersehen, Miss. Okay, Toki. Lasst uns mal hier rumgucken. Haben sonst noch nichts zu tun. Hier ist noch was. Immer gucken. Da kann doch was drin sein. Da geht's raus. Wir gehen aber erst. Da geht's auch raus. Mal gucken. Okay, hier geht's die Treppen hoch. Wir gehen erstmal den ganzen Raum hier ab. Ba, 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 ba. Wir gehen erstmal hier rum. Guck mal, hier ist eine Kiste. Eine Schachtel. Da ist aber nichts drin. Das Spiel hat lauter solche Momente, wo man denkt, oh, jetzt kriege ich Loot. Und dann ist doch nichts, ne? Oh, das ist doch kein Loot, gell? Hier ist eine Zwischentür, wo wir da öffnen können. Da kommen wir bestimmt von... Jupp. Hier waren wir schon mal. Genau. Hier waren wir schon mal, denke ich mal. Wir gehen jetzt nach oben. Wir gehen nach oben und keiner kann uns aufhalten, weil wir sind so schnell. Okay. Und nicht vergessen, wenn euch eine anregende Sache habt, ihr sagt, komm, holt es nochmal als Stream, weil ich nehme immer kurze Folgen auf, also ich mache keine lange Session, dann könnt ihr mir Bescheid sagen, ne, dann kann man das gerne nochmal machen. Oder wenn ihr andere Spielewünsche habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare, schreibt einfach, was ihr wissen wollt, unten in die Kommentare. Okay, da hat es gekleppert. Wir haben was gehört, aber nichts ist passiert. Hier ist eine Kette. Kann man da irgendwas machen? Schießen? Irgendwas wurde festgehalten, ne? Dieser Haken. Sollen wir mal versuchen, das Seil durchzuziehen? Schießen? Na, hat funktioniert. Ja, da ist nämlich eine Kurbel drin. Auch ein Schlüssel oder was? Da steht davor. Also ich denke mal, da kommen wir hin, aber nicht jetzt. Okay. Dann gehen wir mal ganz nach unten, wenn es geht. Wir gehen dann ganz nach unten. Da steht die Tante von Berlin. Guck mal hier. Ich brauche den Schlüssel. Kellerschlüssel ist es doch nicht. Kellerschlüssel, was war für eine Tür? War da echt dann doch zu einer Tür? Wir werden wir überprüfen. Oh, guck mal. Das ist. Da ist es eingestürzt. Da ist Schnickse. Ich hasse Sachen, guck mal, wie. Das sieht aus, als ob da drunter jemand wäre. Aber es sind bestimmt so komische Statuen. Ach, guck mal, hier auch noch. Oh. Medizinkistenschlüssel. Okay, das ist aber dann nicht hier. Das ist irgendwo in der
Medizin-Bereich. Ärztezimmer oder Schwesterzimmer? Irgendwas so in der Art, ne? Okay, da haben wir auch noch nichts. Wir dürften noch nichts auswählen. Dann gehen wir da lang. Dass wir eine große Wahl hätten. Ach, mehr von dieser aggressiven Fäulnis. Über die Allgegenwärtigkeit des Bösen. Dort findet sich Tugend und Fahrlässigkeit. Ja. Gedanken voll lichter Gleichgültigkeit. Genau. Doch suche die Schuld nicht bei Urzeitgetier. Das einst wir waren. Nein, suche sie hier. Auch nicht bei den Bösen, die Sünden begehen. Ihr seid nun jene, die grinsend dort stehen. Bedeutungslos ist, was wir Gutes tun. Worauf unser Stolz und Hoffnungen ruhen. Einsam und lichtlos. Das Truglicht ist Schein. Propheten des Stolzes stürzen. Allein. Hört mich und wisset. Gezeichnet sind wir. Allein. Alone in the dark. In der Finsternis. So. Sehr viel zu lesen, du hast. Aber zum Glück können wir vorlesen, Lars. Okay. Sonst ist hier nichts. Also die Zöger, die Knausen hier. Wie viel Heilung habe ich denn noch? 3 Fläschchen und Muni könnte ich auch ein bisschen mehr haben als 10 Schuss insgesamt. Guck mal, jetzt haben wir wieder eine Tür, Zwischentür geöffnet. Das läuft. Hier, sollen wir in den Keller gehen? Ruth. Wir sind jetzt hier. Wenn wir jetzt in den Keller gehen. Da oben hat. Warte mal. Wenn wir jetzt hier hochgehen. Da ist rechts das Wohnzimmer. Und unten, wir gehen mal in den Keller und dann gehen wir hoch zum Wohnzimmer. Oder gehen wir erst im Wohnzimmer? Wir gehen erst im Wohnzimmer. Wohnzimmer ist immer ganz schick. Wir haben auf jeden Fall viele Türen geöffnet. Also, okay. Hier wohnen ja auch Menschen, ne? Deswegen, ist es das Wohnzimmer? Das ist nicht das Wohnzimmer, aber trotzdem gehen wir mal an die Tür dran. Ist es das Wohnzimmer? Privat? Hä? Wieso sind wir jetzt nicht ins Wohnzimmer gekommen, Leute? Gehen wir mal nochmal hier rein. Alle Wege führen nach Rom. Hier sind wir ja reingegangen, ne? Da saß sie und hat uns gleich angestirrt wie eine Tante. Hier, was war hier nochmal? Hier war Flur und gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Yep. Doch, richtig jetzt. Müssen wir jetzt hier runter? Ich muss lang draufbleiben für die Karte, ne? So, genau. So kann ich die Karte öffnen. Dann wird das das Wohnzimmer sein. Jetzt hätten wir auch hin können, ne? Das ist das Komische. Ich habe hier die Karte gerade nicht. Ich habe hier Jahre, ne? Und, jetzt weiß ich, wo es ist. Klar, bei der Uhr. Aber hier nochmal reingucken, vielleicht ist die unsere Freundin da. Hallo? Also wir müssen auf jeden Fall, oder ich muss auf jeden Fall das Spiel nochmal durchspielen mit ihr, wenn das überhaupt geht. Das denke ich schon. Weil irgendwie trifft man sich ja echt selten. Ich habe gedacht, das müssen abwechseln, so teammäßig. Aber ist ja nicht, ne? Ihr glaubt ja die eigene Story für sich. Dann werden wir, glaube ich, dann später mal das nochmal. Da fehlt etwas. Zusammen machen. Okay, da brauchen wir einfach so ein Kartenstück, das ist ja leicht zu erkennen. Ja, da gucken wir hier erstmal den Flur durch. Was haben wir denn hier? Hier ist das Badezimmer. Da sind natürlich, wenn man sich wascht, dann stinkt's und dann kommen lauter kleine Motten. Und das Wasser hätten wir auch mal rauslassen können. Ne? Ist ja gar nicht gruselig. Stinkewasser. Nicht die Emily. Nicht Emily. Nein. Nicht Emily. Warum macht man kleine Kinder immer in Horrorfilme?
Horrorspiele. Ich überprüfe halt nur das Bild, ob das gut ist. Ihr wisst ja, wir hatten dieses kleine Problem mit dem Rotstich. Was wird das? Malst du ein Bild? Nichts Besonderes. Mir ist langweilig. Kenne ich dich von irgendwoher? Ich erinnere mich an Sie, Mr. Carnby. Woher? Nicht anfassen. Cassandra fände das nicht gut. Das fände sie gar nicht gut. Weißt du, wo sie ist? Ich will lieber nicht drüber reden. Das macht mir Angst. Außerdem kommt sie nach dem Johannesfest wieder. Glaubst du? Ja, so steht es geschrieben, Mr. Carnby. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Sehr unterhaltsam. Na schön. Sehr unterhaltsam. Ich gehe dann lieber, wenn das okay ist. Ich bleibe nicht gerne lange an einem Ort. Mr. McCarthy könnte mich finden. Hey. Ist er gemein zu dir? Nicht alle müssen gerettet werden, Mr. Carnby. Genau. Das sollten Sie langsam wissen. Manche sind doch die Bösen, kleines Mädchen. Ja, wir wissen es. Du bist der Teufel. So. Miss Bogart, heute habe ich Ihre Medizin beim Postamt abgeholt. Wie Sie wissen, muss sie zu Ihrer eigenen Sicherheit von den Pflegekräften verabreicht werden. Ich habe die Kiste fürs Erste in Lottis Zimmer gestellt und ich bin sicher, sie wird sie so bald wie möglich aufsuchen. Mr. Waits. Okay, Mr. Waits hat Medizin. Ist das auch Medizin für mich? Makravel-Liniment. Was? Makravel-Liniment. Schlüsselgegenstand. Okay, ein Schlüsselgegenstand. Hier ist Cassandra Bogart also gelandet. Aus irgendeinem Grund hatte ich angenommen, schon wieder mehr von dieser Fäulnis. Als würde sie mich irgendwo hinführen. Aber wohin? Okay, jetzt haben wir diesen Text nicht verstanden. Wenn ich das komplette Flaschenset finde, kann ich vielleicht mit diesen Fäulnisflecken etwas anfangen. Wieder eines von diesen seltsamen Vorhängeschlössern. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass es unterbricht. Jetzt mal der komplett durchgeschnackt. Auf jeden Fall fehlt noch eins. Mit denen kriegt man ein bestimmtes Schloss auf. Wir müssen nur gucken, was wir hier noch so finden, na? Was ist denn da drin? Haufen Zeug ist da drin. Ob es jetzt gut ist oder schlecht, wissen wir nicht. Da gibt es nichts mehr. Die Schublade geht nicht auf. Die Flasche müssen wir erstmal was machen. Schloss bekommen wir hier nicht auf, da wir auch nichts mehr haben, wo wir interagieren können. Würde ich mal sagen, raus hier, ne? Dann guck mal die nächste Tür. Oh ne, das ist Emilys Zimmer. Das muss das Zimmer von diesem Mädchen sein. Warum? Mach dir keine Sorgen, Grace. Spiel dein Spiel. Oh, ist Lüge Grace? Und schrei mit den anderen. Ich bin auch nicht neidisch. Es wird mehr Maskenbälle geben. Aber so oder so. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meine Maske für das Fest fertigstellen würdest. In Liebe, Ruth. Sie mir so das bekannt vor. Ist sie nicht Emily? Ich hab gedacht, die heißt Emily. Grace? Heißt sie Grace? Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Oh, wir können sie mitnehmen. Ah, die gehört hier hin. Sehr gut, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Muss das jetzt hier? Oh Gott, ist die Puppe gruselig. Oh Gott, du Puppe. Du bist eine gruselige Puppe. Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Gruselhausen, bitte sehr. So. Da kann man jetzt nichts mehr machen, da auch nichts mehr. Sonst sind wir hier durch, würde ich mal behaupten.
Vielleicht doch jetzt nochmal hier reinschauen. Ach, die Kakerlaken freuen sich immer, mich zu sehen. Da hätte ich jetzt auch so ein Fläschchen vermutet, ehrlich gesagt. Aber ist nicht so, ist nicht. Nein. Gehen wir. Mal gucken. Ich muss einfach lang draufbleiben. Haben wir zwei Rätsel. Einmal hier und dann die Flaschen. Aber wie gesagt, die Flasche habe ich nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Keller. Würde ich mal so behaupten, dass wir da hin müssen. Nämlich dafür haben wir jetzt auch den Schlüssel. Und wir. Moment mal. Wo war nochmal die Brigitte da? Diese Tante da? Wo man anfangen, die war, glaube ich, auch weiter unten, ne? Das heißt die. Ne, die war, glaube ich, unten im Keller. Die, wo man gesehen haben. Wie heißt's? Da, wo die Schwesterntracht hängt. Da, genau. Oder was das da ist. Und die hat ja dieses Schränkchen. Vielleicht ist das halt ein Medizinkästchen. Ja, mein. Und wir haben die letzte Flasche. Sehr gut. Könnte man eigentlich das Rätsel oben auch lösen, ne? Ach, guck mal, jetzt können wir Fenster öffnen. Schwesternuhr, was? Warum haben die Schwestern so eine Uhr gehabt? So, wir gucken mal auf die Uhr. 22, das geht noch. Ja, ja. Ich muss das überprüfen, ne? So, wir gehen in den Keller. Weil da haben wir auch noch einen Kellerschlüssel. Wir wollen es ja nicht jetzt übertreiben hier, ne? Also, ich bin stolz auf mich, dass ich die Wege so gut finde. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Gehen wir jetzt in die Küche. Ne, Küche hat sie zugeschlossen, die Dame. Ich glaube, wir kommen jetzt nämlich da durch das Gitter. Wir versuchen es einfach mal. Alter, wir sind so gut. Wir sind echt. Wir lösen die ganzen Rätseln. Vielleicht finden wir jetzt hier auch was. Alter Falter. Hast du die Ratte gesehen? Das war echt ein funkendes Erlebnis mit ihr. Aber warum? Können wir jetzt hier doch. Damit können wir bestimmt da drüben hin. Aber können wir an den Boden? Es hat geklappt. Na toll, ist aber dunkel jetzt. Lieber Licht, muss ich dir sagen. Okay, da kann man das Ventil jetzt mitnehmen. Oder die Kurbel. Eins von beiden. Aber damit können wir bestimmt gleich durch den anderen Kellerraum. Soll ich wieder hier Strom machen? Dann können wir die Ratten töten. Geht nicht. Schade. Okay, hier war auch was, aber. Naja. Vielleicht war das die Kurbel von drin, wo man da gesehen hat. Jetzt ist alles dunkel. Oh, fluchte Scheiße. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Da kann man noch nichts machen, aber wir können, glaube ich, jetzt das hier machen, ne? Sehr nice. Wäre es aber lieber gewesen, der Junge hätte die Sicherung zurückgedreht. Jeremy? Was zum Teufel ist hier los? Was? Wo ist die Leiche? Hä? Wohin? Freund der Nettheit, wo bist du hingegangen? Oh! Für was könnte das. Also, das kann ja nur
für uns hier unten sein, ne? Für den Kessel. Aber auch wieder keine Heilung, keine Muni, keine gar nichts, ne? Wir haben zwei Waffen, wo mit Munition gefüllt werden will, muss. Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Toll, da haben wir jetzt eins davon. Da fehlt ja noch eins. Oder hatten wir noch eins? Nee. Natürlich fehlen zwei. Die Muni sieht langsam echt öde aus, ne? Die ist bald kaputt leer. Aber Fridolin ist weg. So. Hier kann man nichts mehr machen. Dann gehen wir hoch und machen das mit der Medizinschränkchen. Im Wohnzimmer, würde ich mal sagen. Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Wie kommen wir da jetzt nochmal hin? Genau, wir müssen durch die Uhr. Was ist jetzt hier? Wie kommen wir nochmal zu die Uhr? Ich glaube, einfach hier oben rein, ne? Da haben wir doch das Verbindungsteil jetzt auch. Deswegen denke ich, dass wir da schnell zur Uhr kommen. So. Langsam kenne ich mich hier in der Hütte aus, ohne irgendwas, ne? Die Typen werden bestimmt noch zu leben. Die Typen werden bestimmt noch lebendig, wollte ich sagen. Ne, ja, das ist das Gruselzimmer von der Mädchen. Heißt das jetzt Emily? Boah, mein Hirn. So. Trinken kann man es jetzt nicht, oder? Doch, trinken kann man es auch. Minus. Plus, minus, plus. Ich glaube, ja, mit der Fäulnis müssen wir gucken. Ich glaube, dann gehört eher das dazu. Ja, Mann. Die Fäulnis hat die Form einer Schlange. Hier muss es etwas Wichtiges zu finden geben. Sieben. Vielleicht haben die Zahlen auf den Etiketten etwas damit zu tun. 2, 5, 7. Also da müsste ja irgendwas sein. Vielleicht hier, der Brief. Irgendwas muss ja jetzt hier noch irgendwo stehen. Mit Zahlen, dass wir die Symbole rausfinden. Oder sind das die gleichen Symbole? Wir gucken mal. Wir haben ja noch diesen Zettel hier. Von ihr. 2. Zwei, fünf, sieben. Mal gucken. 5. Ja, also der Zettel ist noch gut und wichtig. Oh, das nächste Kellerteil. Ja? Doch, gehen wir gleich nochmal in den Keller. Die schicken uns aber hier rum. Aber ich glaube, das ist bestimmt das Teil vom Keller. Und das werden wir das nächste Mal sehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, bitte Däumchen nach oben, liken, kommentieren, teilen. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich bin nun mal raus und ciao, ciao.